Nächste Rednerin ist Carmen Schimanek von der FPÖ. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, werte Kollegen, Hohes Haus. Bevor ich zu meiner Rede zur Indexierung der Familienbeihilfe komme, möchte ich jetzt noch auf die Kollegin Ecker replizieren. Ich habe hier nämlich ein Berechnungsbeispiel mit. Ich glaube, Sie verwechseln immer Alleinverdiener und Alleinerzieher, denn ein Steuervorteil für eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die hier jetzt 700 Euro hat, bekommt einen Kindermehrbetrag von 500 Euro plus einer zusätzlichen Rückerstattung für das Sozialversicherung ergibt einen jährlichen Steuervorteil von 1.596 Euro. Und ich glaube, das ist nicht mit dem kompatibel, was Sie sagen. Also bitte streuen Sie den Leuten nicht immer falsche Dinge in den Augen, Sand in den Augen. Wir schaffen für Gerechtigkeit und auch für Alleinerzieherinnen. Das eine vorweg. Und das andere noch einmal ganz klar an dieser Stelle gesagt, dieser Bundesregierung ist jedes Kind gleich viel wert. Aber allerdings ist nicht jeder Euro in jedem Land gleich viel wert. Und hier ist der Knackpunkt. Und wenn wir die Familienbeihilfe, die Frau Minister hat es ja bereits auch angesprochen, nicht an die Lebenserhaltungskosten in den jeweiligen Ländern anpassen, so haben wir eine schlechte Stellung unserer eigenen Familien und das wollen wir nicht. Diese Ungleichstellung werden wir jetzt mit der Indexierung beseitigen. Ich möchte jetzt nochmal die Zahlen wiederholen, die Frau Minister auch angesprochen hat, nur damit man wieder mal einen Vergleich hat. Im Jahr 2002 bezahlten wir für 1.500 im Ausland lebende Kinder Familienbeihilfe. Im Jahr 2017 waren es 130.000 Kinder mit einem Betrag von 253 Millionen Euro. Und das ist sehr viel Geld. Aber nun einmal zu der Kritik wegen der EU-Konformität. Also der Herr Bernhard hat ja auch gemeint, wegen der EU-Verordnung VO 883 aus 2004, die diese Als-ob-Bestimmung hat, möchte ich nur sagen, es gab ja einen entsprechenden Fall in Frankreich, der Fall Pina. Und da hat der EuGH festgelegt, dass die Kinder so behandelt werden müssen, und wie sie im Land leben und nicht wie das im Zugang in Frankreich gewählt wurde, weil hier wurden die Sozialleistungen an die Leistungen des anderen Landes angepasst. Das machen wir ja nicht. Wir passen ja unsere Sozialleistungen an die Eurostat-Statistik an, also wählen wir hier einen anderen Zugang. Deshalb werden wir, ich habe es gesagt, die Berechnungsgrundlage für die Anpassung der Familienbeihilfe an den Preisniveau des Endverbrauchers der privaten Haushalte einschließlich indirekter Steuer anpassen. Und das hat der EuGH im Fall Pina genauso auch vorgeschlagen. Also werden wir uns daran auch richten und halten und schaffen damit ein weiteres Stück Gerechtigkeit in Österreich. Als nächstes zu Wort gemeldet.